und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute machen wir Nudelsalat. Jeder kennt wahrscheinlich und isst auch wahrscheinlich mit einem Nudelsalat aufgewachsen und vor allem zur Sommerzeit bei solchen heißen Temperaturen ist so ein Nudelsalat einfach ein Traum. Oh ja. Definitiv. Und wir zeigen euch heute nicht nur einen Nudelsalat, nein, heute gibt es zwei verschiedene Varianten bei uns. Nämlich einmal den klassischen und einmal eine vegetarische Variante, wir nennen ihn den grünen Nudelsalat. Und der ist wirklich grün. Der ist wirklich grün. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Yes. Let's go. Tschüss. 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 Kriegen wir da. Und als erstes starten wir mit dem klassischen Nudelsalat. Dafür bringt ihr mal einen großen Topf mit Wasser zum Kochen, teilt es ordentlich salzen und dann gebt ihr 500 Gramm Fusilli oder auf Deutsch Spiralnudeln hinein und kocht sie al dente. Danach schlägt ihr sie kalt ab und gebt sie in eine große Schüssel. Und nun brauchen wir einen grünen, einen roten und einen gelben Paprika. Vom Paprika schneidet ihr die Seiten ab, entfernt ihn somit vom Kerngehäuse und dann schneidet ihr ihn in 5 mm dicke Stifte und die Stifte dann in 5 mm dicke Würfel. Das wiederholt ihr mit dem grünen Paprika. Ja, so wunderschöne Würfel und auch mit dem roten Paprika, damit ihr wunderschöne tricolore Paprikawürfel habt. Und die Würfel gebt ihr dann in die Schüssel. Und nun brauchen wir 500 Gramm Butten-Extra-Wurst. Jo, Wurst. Von der Wurst entfernt ihr die Verpackung, halbiert sie einmal in der Mitte und schneidet sie dann in 5 mm dicke Scheiben, die Scheiben dann in 5 mm dicke Streifen und die Streifen dann, ihr wisst es, in 5 mm große Würfel. Und die geschnittene Buttenextra gebt ihr dann in die Schüssel. Und nun brauchen wir 450 Gramm Gouda. Den schneidet ihr in 5 mm dicke Scheiben, die Scheiben in Stifte und die Stifte dann in 5 mm dicke Würfel. Und die Chaoswürfel gebt ihr dann in die Schüssel zu der Wurst, zu den Nudeln und zur Paprika. Als nächstes braucht ihr 4 mittelgroße Tomaten. Von den Tomaten schneidet ihr den Strunk weg, dann schneidet ihr die Tomaten in 5 mm dicke Scheiben, die Scheiben in 5 mm dicke Streifen und die Streifen dann in ca. 5 mm große Würfel. Und die Tomatenwürfel gebt ihr dann auch in die Schüssel. Und für die letzte Schnibbelarbeit für den klassischen Nudelsalat braucht ihr 5 hartgekochte Eier. Und die hartgekochten Eier, die schneidet ihr oder hackt ihr in kleine Würfel, aber die geben wir nicht gleich zum Salat hinzu, sondern erst ganz zum Schluss nach dem Dressing. Und für das Dressing gebt ihr 500 Gramm Mayonnaise in eine Schüssel, dann gebt ihr 250 Gramm Sauerrahm hinzu, das verrührt ihr dann alles gut. Dann gebt ihr einen halben Teelöffel Salz hinzu, einen Teelöffel Dijon-Senf, einen halben Teelöffel frisch gemahlenen Pfeffer und einen Esslöffel Zitronensaft. Das rührt jetzt wieder um. Dann gebt ihr noch 2 Esslöffel geschnittenen Schnittlauch hinzu, rührt es um und fertig ist auch schon das köstliche Dressing. Und das Dressing, das gießt ihr jetzt über den Salat und dann rührt ihr es mit 2 Löffel oder Salatlöffel gescheit um, damit alles ordentlich miteinander vermischt ist. Zum Schluss gebt ihr die hartgekochten und klein gehackten Eier hinzu, rührt es noch ganz kurz unter und fertig ist auch schon unser klassischer Nudelsalat. Und für den grünen Nudelsalat brauchen wir natürlich auch wieder Nudeln. Und wie beim klassischen Nudelsalat bringt ihr wieder einen großen Topf mit Wasser zum Kochen, teilt es ordentlich salzen und dann gebt ihr 500 Gramm Fusilli oder Spiralnudeln hinzu und kocht sie al dente. Und während die Nudeln vor sich hin kochen, nehmen wir uns einen großen Brokkoli her und trennen davon die Brokkoliröschen ab. Den Strunk, den braucht es aber nicht weghauen. Wir brauchen den jetzt nicht für den Nudelsalat, aber wir heben den im Kühlschrank auf und verwenden den für ein anderes Gericht. Die Brokkoliröschen zerteilen wir nun in noch kleinere Stücke und 2 Minuten bevor die Nudeln fertig al dente gekocht sind, geben wir die Brokkoliröschen hinzu und kochen diese zusammen mit den Nudeln für die restlichen 2 Minuten gar. Nach der Kochzeit gießt ihr die Nudeln und den Brokkoli durch ein Sieb ab, steckt sie mit kaltem Wasser ab und gebt sie dann in eine Schüssel. Und nun brauchen wir 400 Gramm Mozzarella. Der Mozzarella halbieren wir, dann schneiden wir ihn in 5 mm dicke Scheiben, die Scheiben in Stifte und die Stifte dann in 5 mm große Würfel. Und den geschnittenen Mozzarella geben wir dann zu den Nudeln und dem Brokkoli in die Schüssel hinzu. Des Weiteren brauchen wir 400 Gramm Cocktailtomaten. Die schneiden wir je nach Größe in Vierteln oder halbieren sie nur. Und die geschnittenen Cocktailtomaten geben wir dann in die Schüssel. Danach gebt ihr 50 Gramm Pinienkerne in eine Pfanne und röstet diese goldbraun an und gebt sie dann in die Schüssel. Und nun zum Dressing. Dafür braucht ihr 500 Gramm aufgetaute Tiefkühlerbsen. Die gebt ihr in einen Mixer, mixt sie kurz durch. Dann gebt ihr 250 Gramm Joghurt hinzu, eine Handvoll Minze, 2 Hände
Hände voll frisches Basilikum und 4 Esslöffel Olivenöl. Das Ganze mixe nun mit der Küchenmaschine ganz fein und gebe das Ganze dann in eine Schüssel. Würzen tun wir das Dressing nun mit 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Knoblauchpulver, eine gute Prise Pfeffer und den Abrieb einer halben Zitrone. Das Dressing rührt ihr jetzt alles gut durch und gießt es dann über den Nudelsalat drüber. Nun vermischt ihr das Dressing mit den Nudeln, dem Brokkoli, dem Mozzarella, den Tomaten, den Pinienkernen und fertig ist auch schon unser grüner Nudelsalat. Oh, ein Kilo. Mit Zutaten sind es rund 3 Kilo. Oh ja. Nudelsalat. Und sie schauen so gut aus. Wahrscheinlich geil aus. Probieren. Bist du? Ich werde einfach den grünen probieren. Ich würde sagen, du probierst den klassischen. Schauen wir mal, wie die schmecken. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, ist eine gute Idee. Komm her da. Diese Nudelsalate sind beide mal richtig, richtig gut. Also mal zum Klassischen. Also der Klassische zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass er einfach richtig schön cremig ist. Durch die Mayonnaise, durch den Sauerrahm. Ist es Sauerrahm oder Joghurt da drin? Sauerrahm, okay. Dann den Schinken, den Käse und auch noch dazu extra Wurst. Genau, richtig. Einfach das Typische für klassischen Nudelsalat. Also richtig geiler, leckerer, klassischer Nudelsalat. Check, oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall check. Ach, die Farbe schau nur. Super. Erbsen und Minze ist eine Traumkombination. Dann mit einer Joghurt, mit der Zitronenzeste. Herrlich. Das ist alles fein püriert, alles Dressing, ein bisschen Knoblauchpulver haben wir einiger. Salz, Pfeffer. Ein Traum. Einfach geile Kombi. Also es ist einfach, man hört und man weiß schon, es ist einfach ein super Kombi. Hebst du den mal kurz hoch, genau. Gib's mal da richtig, ja, schau so richtig schön rein. Und dann nehmt ihr euch einen großen Löffel von dem anderen Nudelsalat und esst das zusammen. Die Nudelsalate selber sind schon richtig, richtig gut. Aber probiert es in Kombination. Es ergänzt sich alles richtig schön. Probiert die zwei Varianten aus, wir werden euch sowas von begeistern. Und am besten, ihr schreibt es uns in die Kommentare, wie euch die beiden Nudelsalate geschmeckt haben. Genau. Und welche Kreationen ihr zum Beispiel vorschlagen würdet oder welche Kreationen ihr zu Hause macht. Weil jeder macht einen Nudelsalat anders. Natürlich. Ja. Und alle sind gut. Wirklich, alle sind gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Salat. Ich bin. Das ist nix. Passt. Warte. Ist okay? Super. Oh, los. Also, Mons, Lust auf Lust. Also. Hast du vorher viel weniger gesagt, oder was? Na. Und. Okay, und. Passt meine Frisur? Ja. Nudelsalat. Nudelsalat. Und jetzt vor allem zum Hängekopf. Okay. Frischen, oder? Oh.